Hi meine lieben Krümel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, was soll ich dazu sagen? Es gibt ein neues Unboxing. Wir haben eine GetGidgetl Lootbox. Das ist meine erste, die ich überhaupt von GetGidgetl geholt habe und die packen wir jetzt gemeinsam aus. So, ich bin wahnsinnig gespannt, was da alles drin sein wird, weil wie gesagt, ich hatte noch nie eine Lootbox von GetGidgetl, das ist die allererste. Und dadurch, dass wir donnerstags den Feiertag in Saarland hatten, habe ich meine Box erst freitags bekommen. Und die Leute sind im Internet schon total so, oh, beste Box überhaupt. Und ich habe da gesessen und gedacht, verdammt! Ich will diese Box haben, ich will das Video drehen können und deswegen, ich bin sehr gespannt, was wir da heute alles drin haben werden. Und als allererstes, was natürlich in fast jeder Lootbox als allererstes kommt, haben wir erstmal hier das T-Shirt. Ich habe mir die in Größe M geholt, damit ich die immer so ein bisschen für daheim anziehen kann. Und es ist Ente Wurzel Q. Okay. ich weiß nicht, ist das aus irgendeiner Serie oder so? Oder soll das lustig sein? Ich verstehe es nicht ganz. Wir schauen nachher. Normalerweise ist in diesen Lootboxen ja doch immer noch so ein Zettelchen mit drin, was die Sachen so ein bisschen erklärt. Und dann schauen wir da einfach. So, legen wir das mal auf Seite. Machen wir das nächste. Ich leg die mal diesmal so ein bisschen hin, so schön hier vorne verteilt. Leute, schick. Sieht man das? Ja, man sieht das. Das ist eine goldene Schnatzuhr und anscheinend mit USB-Anschluss. Anscheinend muss man die nur antatschen, dann würde die angehen. Ich habe jetzt hier leider keine Möglichkeit, ja, es ist USB-Anschluss, die anzuschließen, sonst hätte ich die euch mal angemacht. Aber dann werden wir das einfach auf Instagram nachholen, dann zeige ich euch da. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, schaut einfach mal unten, da habe ich die Social-Media-Kanäle verlinkt. Einfach bei Instagram folgen, ich werde das dann irgendwann in der Story posten oder sogar als Bild, wie diese Lampe aussieht, weil ich finde die echt hübsch. Aber ich sehe hier gerade, es ist nicht der goldene Schnatz, der leuchtet, sondern hier unten ist das Weiße, das ist wohl die Lichtquelle und das strahlt dann von unten an. Aber die ist echt hübsch. Die ist richtig, richtig schön. Die ist geil. Also für alle Harry Potter Fans ist die natürlich perfekt. So, dann holen wir gerade mal alles soweit raus. Wir haben hier eine Papiertüte. Wir haben hier... Oh, das sieht auch gut aus. Okay, fangen wir damit erstmal an. Das ist ein Taschendrache. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Das ist ein Feuerzeug. Was innen drin, entweder ist es Rost oder es hat sogar schon mal gebrannt. Ich habe keine Ahnung. Und das ist ja voll süß. Vorne ist Glumanda. Und ich hoffe, das erkennt man jetzt. Hinten ist diese Flamme. Und theoretisch, wenn man es aufmacht, ist diese Flamme dann nachher die richtige Flamme aus dem Feuerzeug. Oh Gott, das ist ja einfach nur süß. Ich liebe Glumanda. Ich finde das Pokémon unglaublich cool. Und das Feuerzeug ist mega. Das ist richtig, richtig hübsch. Ich glaube, das erkennt man zwar ganz schlecht, aber ich werde es trotzdem dahin packen. So, bevor wir die Papiertüte aufmachen. Ein Crumpy Cat Buch. Crumpy Cat, not at all. Everything you need is to know. Okay, das finde ich richtig, richtig cool. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Saying yes is overrated. If you really want to get nothing done, just say one magic word. No. Das ist einfach nur ein Buch mit geilen Bildern und geilen Sprüchen. Das finde ich richtig genial. Das legen wir mal hier vorne hin. So, hier haben wir die, das Heftchen zur Box. Das schauen wir uns gleich mal an. Sand. GetGidgetl Loot-Geschichte Nummer 3. Okay.
Das sind 3 oder 2,5 von diesen Seiten. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, einfach nur so eine kleine Kurzgeschichte. Über der Ebene hing eine glühende Kugel aus Rost. Abgesehen von vereinzelten tanzenden Sandwirbeln und solarbetriebenen Fracks, stumpfsinnig gewordener Roboter-Erntehelfer, bewegte sich nichts. Die letzten noch stehenden Siedlungen glichen kochenden Grabhügeln. Und auch sie zerfraß der Sand Korn für Korn. Okay, okay, es ist geil geschrieben. Felix E. Fahrweg schreibt Kurz- und Langgeschichten, Drehbücher, Gedichte und alles sonst, was sich aus Worten zusammensetzen lässt. Dieses Büchlein enthält eine Episode der unglückseligen Wanderung von Algis und Leia. Wir folgen ihnen in einer Welt, die keinen Unterschied mehr zwischen Leben und Überleben macht. Wir sehen sie kämpfen, wir sehen sie rennen, doch wofür und wohin? Okay, cool. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Das lese ich mir irgendwann mal in Ruhe durch. Jetzt kommen wir zu dem mysteriösen Papiertüte. Ich bin gespannt, was da drin ist. Keine Ahnung. Okay. 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 Alles klar. Ich war gerade wegen dem Ding hier ein bisschen irritiert. Aber ich glaube, das gehört hier zu dieser Karte, dem Multipass. Multipass. War das nicht aus... das fünfte Element, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, war doch immer die Mila Jovovich, wenn sie da gestanden hat. Multipass. Irgendwie so ganz komisch. Ich glaube, das ist daher. Finden wir aber gleich heraus. Legen wir auch mal dahin. So. Und im Moment kriegen wir überall Sticker her. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir mit dem Tisch hier noch gewartet. Aber okay, wir haben ganz viele Lunos Nox Sticker von Harry Potter. Also es ist sehr Harry Potter-lastig. Gut, wir haben noch ein paar Süßigkeiten. Wie gesagt, die sammle ich immer und gebe die irgendwelchen Freunden, weil ich bin kein Süßesser. Ich mag das nicht. Wenn mal so Kekse drin wären oder Chips, darüber würde ich mich freuen. Aber über so Bonbons ehrlich gesagt nicht. So, dann haben wir noch 2 Sachen. Einmal einen riesigen Schlüsselanhänger von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, ich glaube, ich hatte das in einem letzten Video auch schon gesagt. Ich bin kein Freund von diesen überdimensionalen Schlüsselanhänger. Ich mag die lieber ein bisschen kleiner. Da schauen wir mal, wer aus meinem Freundeskreis da Bock drauf hat, das zu haben. Und wir haben hier Geld. Okay. Altarian Dollar. Sagt mir jetzt persönlich gerade gar nichts. Können wir das so, bleibt das so stehen? Es bleibt stehen. Oh, perfekt. Sieht das nicht schön aus, Leute? Ich gebe mir langsam echt Mühe bei den Videos. So, schauen wir jetzt mal. Das da war jetzt die August-Box von Get Gidgetal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, unter welchem Thema die war. Ich finde das da auch alles... Okay, es bleibt nicht stehen. Ich finde das auch alles gerade so ein bisschen random. Ich kann gerade wirklich nichts sagen, also was für ein Thema das haben sollte. Wir haben hier ein bisschen was von Harry Potter bzw. Fantastische Tierwesen. Dann haben wir ein Glumanda-Feuerzeug, ein Crumpy Cat Buch und irgendein T-Shirt, was ich nicht verstehe. Also ich kann jetzt auch ehrlich gesagt nicht zuordnen. Dann ein Buch über eine Sandwüste anscheinend, keine Ahnung. Mal schauen, ob wir hier drin irgendwas finden. Genau, so. Hier haben wir die goldene Schnatzlampe. Da wussten wir ja direkt, was das ist. Die würde normalerweise so 25 Euro kosten. So, das T-Shirt. Das T-Shirt. Ente, Wurzel aus Kuh. Wie der Zufall so will, klingt die Ente, Wurzel aus Kuh genauso wie die Ente, Wurzel aus Kuh. Ein Witz für Mathe-Nerds und alle, die gerne ihr Gegenüber verwirren. Ja, zum Verwirren ist das sicher echt gut. Das ist einfach nur eine mathematische Formel, die lustig dargestellt wird. Okay, okay. Vielleicht wirklich damit intelligenter. Ich meine, ich bin jetzt schon nicht mehr so blond und wenn ich dann noch dieses Mathe-Shirt anhabe. Ja. Aber okay, ich find's trotzdem cool. Ich find's geil. Es sieht süß aus. Zum Schlafen werde ich es definitiv öfters anziehen. Das kostet sogar, wow, 16 Euro für dieses Shirt, was wahrscheinlich die Hälfte nicht versteht, aber okay.
So, dann kommen wir zu dem Benzinfeuer Taschendrache. Das würde sogar 10 Euro kosten. Ich glaube, das ist aber auch so eine Art Sturmfeuerzeug. Also das hält, das bleibt an. So, wir müssen nur... Oh, okay. Das gucke ich mir mal in Ruhe an. Ich habe Angst, jetzt gerade hier irgendwas abzufackeln. Oh, jetzt kommen wir zu dem... Ah, das ist ein Abreißblock, Altair-Dollar. Das ist das wichtigste Tauschmittel in der gesamten Milchstraße, was zum Teil auf die allgemeine Inkompatibilität und oder den trügerischen Charakter der meisten anderen Währungsformen zurückzuführen ist. Okay, und von was ist das? Das ist von Per Anhalter durch die Galaxis. Okay, okay. Boah, ich habe den Film schon so lange nicht mehr gesehen. Also, okay, das... Ja, keine Ahnung. Schreibt mal unten in die Kommentare. Habt ihr das vorher gewusst, bevor ich es durchgelesen habe? Okay, das würde 3 Euro kosten. Alles klar. Und jetzt kommen wir zu dem... Ah, ich sehe krass. Das ist der Schlüsselanhänger von der Marcusa. Okay, ist mir nicht aufgefallen, das Symbol. Okay, alles klar. Aber sind wir auch ein bisschen schlauer, wissen wir Bescheid. Der würde 4 Euro kosten. Wow, okay. Der Multipass, ja, und wie ich es eben gesagt habe, das ist das fünfte Element. Der würde 4 Euro kosten. Das finde ich ein bisschen heftig. Ist aber auch GetGidgetal Exclusive. Das heißt, es gibt es auch nur bei GetGidgetal. Die... Da anscheinend auch. Steht da gerade. So, genau. Die Loot-Geschichte Nummer 3. Die dritte Loot-Geschichte wurde von Felix E. Fahrweg geschrieben. Wie immer ist es eine abgeschlossene Kurzgeschichte, mit der sich der Autor in unserer Nerd-Gemeinschaft bekannt machen darf. Dieses Mal wird euch von einer Endzeit erzählt, der das letzte Trinkwasser kostbar ist und der trockene Sand alles und jeden in die Knie zwingt. Viel Spaß beim Lesen. Okay, das werde ich haben. Finde ich cool, dass die abgeschlossen ist. Ja, auch GetGidgetal Exclusive, also die dürfen sich dann da vorstellen, die Autoren. Finde ich eine sehr coole Aktion von GetGidgetal. So, das Grumpy Cat Buch. Auch wenn die echte Grumpy Cat ja leider im Mai verstorben ist, wird ihre Internetpräsenz so schnell sicher nicht vergehen. Was sie der Welt mitteilen wollte, bleibt also erhalten, sackneint und immer schön negativ bleiben. Diese klare Nachricht wird in diesem Minibuch sehr deutlich und lustig dargestellt. Das stimmt allerdings. Das würde 6 Euro kosten. Das finde ich echt, finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist echt nicht teuer, ne? So, dann die Bonbons haben wir, die Aufkleber haben wir. Und das da ist nur noch, wenn man die Lootbox geupgradet hat, noch Sachen. Okay, ich kann immer noch nicht ganz erschließen, was für ein Thema die Box jetzt hatte. Aber ich freue mich tierisch über die Lampe. Ich habe richtig Bock auf das Buch. Ich habe richtig, richtig Bock auf das T-Shirt, weil ich finde es echt cool. Und alles andere, klar, das Feuerzeug, ne? Das ist mega, da freue ich mich richtig drauf. Die anderen Sachen, ja, ja, wie gesagt, zu groß, unnötig. Mal gucken, was ich damit mache. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall war das wieder eine sehr, sehr coole Box, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir ein bisschen mehr Hype vorgestellt, so nachdem ich das im Internet gelesen habe. Aber die war auf jeden Fall cool und ja, dann verlinke ich euch einfach hier irgendwo alle Unboxings, die bis jetzt stattgefunden haben auf diesem Kanal und hier unten alles Mögliche an Cons und Messen und Schlag mich tot, weil ich bin dieses Wochenende auf der FAQ unterwegs und dazu kommt nächste Woche auch definitiv ein Video. Ich freue mich richtig drauf. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, wenn ihr ein bisschen was von der FAQ mitbekommen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!